irgendwie checkt manchmal dieses Fabs nicht, was denn das Problem ist. Da ist immer noch nichts drin. Wir legen einfach mal diesen Ding rein. Okay, ja, da gehen wir weiter. Wir haben ja die Falle, die Feuerbrandschaden macht. Und hoffentlich kommen wir mit dem ein bisschen vorwärts. Aber wir haben ja gesehen, letztes Mal, es war recht stark. Und hier haben wir eine Cavity gefunden. Eine Concalated Cavity. Die hat minus 21 Maximum Player Resistance. Ist jetzt nicht so schlimm momentan noch. 34% Increased Monster Life. Das ist mehr schlimm. Und Area Yields 42% more Items. Das ist droppen 42% mehr Items von Gegnern. Das ist gut. Also ich weiß jetzt nicht, was Corrupted heißt. Aber wahrscheinlich einfach, dass diese Höhle von diesem Wahlzeugs korrumpiert wurde und dadurch ja, ein bisschen stärker und so Sachen sind. Das ist jetzt einfach eine zufällige Höhle, die kommt einfach zufällig und am Schluss gibt es einen Schatz. Aber bitte ohne Ruckler, ich muss mich konzentrieren, die sind nämlich recht schwer für den Anfang. Ja, toll, die verlieren fast kein Leben. Aber, ja, so schwer ist es jetzt auch nicht. Muss nur schauen, dass Ding, die nicht so Probleme macht. Ah, das ist eine fliegende Kreatur und es laggt. Mist. Dann ist ein Fall, ah doch, jetzt beim Stillstehen triggert die Falle doch noch, weil sie dann am Boden gelangen. Und ich habe so extreme Ruckler. Es nervt einfach, Fraps. I kill you. Und gute Musik hier unten. Ich habe die Musik wieder angemacht. Wow. Ach komm, ich kann so nicht spielen und aufnehmen. Also spielen könnte ich schon, aber ich kann da nicht aufnehmen, wenn Fraps so viele Probleme macht. Immer diese Probleme mit diesen Programmen, oh Gott. Und erst Probleme mit dem Antivirus und mit dem Systemcleaner. Oh je, yeah. Jetzt dem Fraps. Okay, wir haben 12% mehr Leben, jetzt haben wir 178. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir vorher hatten. Das könnte ja ausrechnen, 8% weniger. Ich sag gut im Rechnen. Besser als ich. So, und hier ist der Boss. Aber den schaffen wir. Hat viel Leben. Wir bräuchten einfach mehr Lebenstränke. Ach, du nervst. Okay, das war wahrscheinlich ein kritischer. You are dead. Okay. Probieren wir es nochmal. Wenn es wir können. Ich weiß nicht, ob jetzt der Weg versperrt ist, aber ich glaube nicht. Nein, scheinbar nicht. Probieren wir es einfach nochmal. Also, bei Path of Exile ist Tod nichts Schlimmes. Außer dann in den hohen Schwierigkeitsgraden, aber. Dann steht man auch nicht mehr so leicht. Ach komm, bitte, Fraps. I'm lucky. I'm so lucky. Ich bin Fraps. Ich hasse dich. Ihr werdet im Livestream sehen dann. Es wird nicht laggen. Also nur der Livestream wird laggen, aber bei mir wird es nicht laggen. Okay, hat sich wieder gefangen. Ich habe 60, durchgehend 60 FPS mit Fraps-Aufnahme. Aber es geht immer wieder runter. Es nervt.
du nervst. Okay, eine Taktik habe ich. Ich muss einfach aufpassen. Ah, das ist noch der Frenzy. Der macht natürlich extra Damage. Aber gleich ist er tot. Und Arc benutzt er leider auch noch. Ah, das ist jetzt weniger schlimm. Diese Attacke, gibt's sie jetzt? Nein, ich glaube nicht. Es gibt nicht neue Attacken, oder? Es gibt nur die Corrupted Gems. Die habe ich zwei gefunden. Die haben extrem coole Effekte. So. Und wir haben einen gelben Zauberstab. Cool. Hier könnt ihr ein paar Sachen über dieses Pfahlzeugs lesen. Ja, schon fertig. Und hier haben wir den ersten Wahlgem. Also den Corrupted Gem. Ah, er friest alle Gegner immer. Also der normale hat einfach eine Chance zu friesen. Und der friest immer. Cool. Wenn ich jetzt den einsetze, kann ich nicht, aber jetzt den gleich. Wenn ich jetzt den einsetze. Cool. Ah. Ey. Kann ich den nicht einsetzen. Wahrscheinlich, weil er korruptet ist. Den muss man irgendwie entkorrupten. Hab keine Ahnung wie. Das ist alles neu für mich, sorry. Wir nehmen den raus, legen hier herein. Nein, das sind die wichtigsten Gems hier. So. Hallo. Ja, die lassen wir noch. Können wir keine Scrolls of Identity holen im Lager? Nein. Die gibt es leider nicht zum Verkauf. Die kann man nur tauschen, aber das will ich nicht, sonst verlieren wir sehr viele Portal Scrolls. Und hier ist alles wieder leichter. Okay, relativ gut. Die sind empfindlich gegen Feuer. So, mit zwei Fallen sind die eigentlich One-Hit. So, hier oben vielleicht. Ich will weiter. Ich will euch die cooleren Gebiete zeigen. Ach komm. Okay, er hat sich wieder gefangen. Keine Scrolls, die droppen. Ach komm schon. Ach, ich habe doch sowieso keine Chance. Ich kann gleich aufgeben. So, jetzt haben wir die Falle ein bisschen abgelevelt. Und hier ist der Ausgang. Kommt. Nervt nicht, ihr blöden Gegner. Ah, jetzt haben wir einen. So. Denner. Ja, 29 Intelligenz. Oh, der ist nicht schlecht für Magier, aber für uns nicht. Schade. Ab den bewahren wir mal auf. 6 Fire Damage ist richtig nice. Und da ich die Falle. Ist auch nice, aber wir brauchen Intelligenz. Also die Falle ist auch Intelligenz-Kill. Ich weiß jetzt nicht genau. Also er ist eigentlich Geschicklichkeits-Kill, weil er grün ist, aber er triggert auf Spell-Damage.
So, hier noch ein paar Fallen hinlegen. Und einfach mal die Schatzkisten öffnen. Jetzt im Kampf. Die Fallen machen ja schon für alles. Das ist der Boss von dieser Ebene. Jetzt mal einen Heiltrank trinken. So. Geht schon gut ab. Dank dieser Feuerfalle. Und hoffen wir finden hier bald Barake. Damit wir ein bisschen schneller schießen können. So. Okay, der Ledge. Ich weiß jetzt nicht genau, was Ledge heißt, aber irgendwas mit Klippe oder so. Strandpromenade. Ja, das ist jetzt ein sehr linearer Weg. Der zwei Nachfolger, also das nächste Gebiet ist dann wieder ein Away-Gebiet. Das ist kein Damage Drummer, kann es auch nicht Away-Gebiet sein. Aber Warn Gig. Ach, die Nerven, die sind so extrem feuer. Ding. Also die Bogenschützen jetzt hier nicht. Ah, die sind erst ab Cruel, dann feuerresistent. Okay. Und die sind chaosresistent hier. Aber wir machen ja keinen Giftschaden, also. Kann das uns gestohlen bleiben? Ja, macht relativ viel Damage. Sind das Trottel. Pang und Pang. Napalmbombe. So. Bisschen langweilig das Gebiet. Aber es ist gleich vorüber, also es ist nicht lang. Der Tod im Kampf wird dann schwer vom Boss. 207. Also der Wegpunkt haben wir schon mal. Und hier ist auch die Strongbox. Also wieder eine normale. Die gibt es im Ding ja nicht. In Standard. Ah, ist nicht so schwer hier. Skelette sind viel zu langsam dafür. Ja, aber der Drop ist auch nicht gerade gut. Ja, leider. Ah, Chest Plate, nicht Chest. Ich dachte, es wäre eine Truhe gewesen, aber es war keine Truhe noch. Es war eine Kisten... Rüstung. Keine Chance mehr. Wir sind einfach zu gut.
So, jetzt kommt dann der Totem. Der ganz große. Der Boss-Totem. Bei dem einfach nicht zu nahe kommen. Aus der Entfernung angreifen am besten. Der hat eine recht starke Nova. Blitz-Nova. Und die macht Damage, wenn man nicht gute Resistenzen hat. Was haben wir eigentlich für Blitz-Damage? Resistenz. 0. 96.